Meine Herren, eine Nachricht von größter Bedeutung. Dem Kommandeur der Heeresgruppen Südost, Generaloberst Leer, wurde befohlen, noch heute Nacht mit dem planmäßigen Rückzug der Armeen der Gruppe E vom Balkan anzufangen. Bitte nehmen Sie Platz, meine Herren. Mit dem Verlust von Belgrad und wegen des Vordringens der russischen Truppen im Norden und der jugoslawischen Partisanen im ganzen Land sind unsere Stellungen am Balkan stark bedroht. Unter unserer Kontrolle befindet sich nur noch der Raum südlich der Donau. Wenn auch dieser abgeschnitten wird, ehe sich die Truppenteile des Generals Leer zurückziehen, sind die Armeen der Gruppe E eingekesselt. In diesem Falle verlieren wir 20 Divisionen. Divisionen, meine Herren, von denen die Verteidigung Deutschlands abhängt. Das ist die Situation. Nun zu unseren Aufgaben. Wir müssen den forcierten Rückzug unserer Einheiten durch Griechenland und Jugoslawien sichern. Das wichtigste Problem ist Benzin. Die Lösung ist folgende. Die Stadt, die Anlass für den Ersten Weltkrieg war, wird von entscheidender Bedeutung für den Ausgang des Zweiten sein. Sarajevo soll der Schwerpunkt der Versorgung der Armeen der Gruppe E und der Mittelpunkt der Operation Laufer werden. Oberstleutnant Hagen wird Ihnen das Ziel der Operation Laufer erläutern. Bitte, Herr Hagen. Unsere Panzereinheiten werden sich auf der Straße Saloniki, Skopje, Užice, Visegrad, Sarajevo, Brod bewegen und dann weiter nordwestlich. Die Panzer haben Brennstoffreserven bis Visegrad. Ziel der Operation Laufer ist der Transport des Brennstoffs aus den Depots in Sarajevo bis zum Versorgungspunkt in Visegrad. Der Nachschub wird auf der schmalspurigen Strecke Sarajevo-Visegrad abgewickelt. Die Operation muss selbstverständlich unter strengster Sicherung der Strecke und größter Geheimhaltung durchgeführt werden. Herr Oberstleutnant Hagen, Sie fahren nach Sarajevo und überwachen persönlich die Sicherung der Strecke. Noch Fragen? Ja, ich. Wer kann die Geheimhaltung der Operation Laufer garantieren, Herr Oberstleutnant? Diese Frage wird Oberstleutnant Weiland von der Abwehr beantworten. Bitte, Herr Weiland. Darf ich offen sprechen? Das erwarte ich von Ihnen. Die Situation in Sarajevo ist für die Operation Laufer nicht gerade sehr günstig zu nennen. Die Widerstandskräfte sind in dieser Stadt äußerst konzentriert. Es ist eine regelrechte unterirdische Front. Angeführt wird diese Front von einem gerissenen Partisan. Er läuft unter dem Namen Walter. Jeglicher Widerstand muss noch ehe die Operation anläuft, gebrochen sein. In so kurzer Zeit unmöglich. Glauben Sie, dass es auch für Standartenführer von Dietrich unmöglich ist? Von Dietrich? Das wäre etwas anderes. Ich bitte nur Herrn General darauf hinweisen zu dürfen, Standartenführer von Dietrich befindet sich in Norwegen, in einer äußerst wichtigen Mission. Sie irren sich. Standartenführer von Dietrich befindet sich in Sarajevo.
Eine schöne Stadt, Bischof. Ja. Und unruhig. Höchste Zeit, dass sie gebändigt wird. Vor kurzem las ich die Verse eines bosnischen Dichters. Der Allmächtige möge dem Verfolgten sowie dem Verfolger behilflich sein. Dem Verfolgten? Na, ich weiß nicht. Ehrlich gesagt, ich verfolge lieber. Gewohnheitssache, Bischof. Wie lange sind Sie schon hinter Walter her? Ein Jahr. Über ein Jahr, Standartenführer. Und was haben Sie bisher über Walter erfahren? Nichts. Das habe ich mir gedacht. Standartenführer, wir haben alles versucht. Wir haben bisher über 100 Verhaftete verhört. Aber über Walter haben wir nichts erfahren. Niemand weiß, wer er ist. Niemand. Darauf könnte ich schwören. Er ist ein Gespenst, Standartenführer. Ich fange an zu zweifeln, dass es Walter überhaupt gibt. Ich glaube nicht an Gespenster, Bischof. Es gibt Walter. Hier muss er sein. Hier irgendwo. Uredo je, Walter. Hajdemo, momci. Požurite. Brže. Absitzen! Jawohl, absitzen! Ausschwellen! Halt durchkämmen! Erster Zug hierher! Walter, Nasa, nehmt sie! Vorwärts! Schuss, verfolgen! Hinterher! Weiter ausschwärmen! Manassim. Halt! Stehen! Zdravo, Branko. Vidjet ćemo se sutra. Zdravo, Walter. Eno ga. Vozi u Gestapo. Hajde, Edla. Die Aktion ist durchgeführt, Standartenführer. Die Brücke ist gesprengt. Ausgezeichnet. Es ist jedoch etwas Unvorhergesehenes geschehen. Wir sind auf eine Militärpatrouille gestoßen. Bischof, Sie haben doch versprochen, dass die Gegend rein ist. Na, hören Sie mal, Hauptsturmführer. Um Himmels Willen, lassen Sie den Dienstgrad.
Ich trage doch keine Uniform. Gewöhnen Sie sich daran, mich Condor zu nennen. Condor. Ich hatte befohlen, dass alle Posten entfernt werden. Diese Einheit muss zufällig vorbeigekommen sein. Dieser Zufall hat heute Nacht 5 deutschen Soldaten das Leben gekostet. Außerdem haben sie mit ihrer Nachlässigkeit auch mein Leben bedroht. Condor! Wir hatten beschlossen, die Opfer nicht gegeneinander aufzurechnen, meine Herren. Daran müssen wir uns auch halten. Bitte, meine Herren. Außerdem kommt uns dieser Zufall doch sehr gelegen. Sie haben wie ein echter Partisan deutsche Soldaten erschossen. Kann jetzt irgendjemand aus Ihrem Komitee noch daran zweifeln, dass Sie Walter sind? Keine Spur. Für alle, die dort sind, bin ich der Walter. Ausgezeichnet. Alles verläuft planmäßig. Sie wurden Walter und haben innerhalb von 3 Tagen ein illegales Komitee gebildet. Das ist ein großer Erfolg. Den Kontakt zwischen Condor und der Resistance hat Schütze hergestellt. Was übrigens für uns nicht einfach war. So wie ich informiert bin, sympathisierte Schütze noch vor kurzer Zeit mit den Partisanen. Jetzt sympathisiert er mit uns. Er ist dazu gezwungen. Solche Mitarbeiter gefallen mir nicht. Schütze bleibt in Ihrem Komitee. Wie viele gehören dazu? 5 Personen. Der eine ist ein Verräter, aber 4 sind überzeugte Partisanen. Das genügt. Bitteschön. Sie sollten Ihre Organisation erweitern. Ihr Vorbild muss Walters Stil sein. Ahmen Sie ihn in allem nach. Die Kopie muss originalgetreu sein. Ich werde beweisen, dass ich besser als das Original bin. Täuschen Sie sich nicht, Condor. Sie hatten noch nie einen so schwierigen Auftrag. Vergessen Sie nicht, dass die Operation Laufer in 7 Tagen beginnt. Der Benzinnachschub für unsere Panzereinheiten muss unter größter Sicherheit und Geheimhaltung durchgeführt werden. Wählen Sie also die richtigen Mittel. Walters Organisation muss in eine regelrechte Panik geraten. Sein einziger Gedanke muss sein, wie er sich und seine Organisation rettet. Die Operation Laufer darf ihm dabei nicht in den Sinn kommen, nicht einmal zufällig. In Ordnung. Ich werde Sie über die Namen der Widerstandskämpfer, über Ihre Losungsworte, Kurierwege und Chiffren informieren. Bischof und seine Leute sollen sich dann um den Rest kümmern. Bischof kann sofort anfangen. Hauptsturmführer, heute Nacht hat Walters Bande einen Sabotageakt auf die Eisenbahnstrecke verübt. 5 unserer Soldaten wurden dabei umgebracht. Dieser dreiste Angriff darf nicht ohne Vergeltung bleiben. Jawohl, Standartenführer. Bischof, hier müssen Sie gut aufpassen. Einen Mann an der Eisenbahn dürfen Sie nicht anfassen. Wer ist das? Ein Wächter, er heißt Obren, Walters Mann. Er hat uns vor der Verfolgung gerettet. Ausgezeichnet. Walter wird sich gewiss für diesen Mann interessieren. Damit wird man rechnen können. Feldwebel Edele, im Amt eines Stationsaufsehers. Obersturmführer Schatz, Einsatzkommando SIPO. Was haben Sie im Zusammenhang mit der gestrigen Sabotage unternommen, Feldwebel? Nichts, Obersturmführer. Haben Sie den Stationsvorsteher verhört? Nein. Ich dachte, das sei nicht meine Pflicht. Sehr richtig, Feldwebel. Das werde ich tun. Sorgen Sie dafür, dass uns niemand stört. Jawohl, Obersturmführer. Uzmi još. Gdje si ih nabavio, pilote? Pozajmio sam zajedno sa uniformom. Ko je ovaj? To je Suri. Suri? Čuo sam da je neki Suri stalni Walterov platilac. Priča se. Da nije možda i Walter ovdje? Možda. Ja mislim da je krajnje vrijeme da ga upoznam. Šta bi imao toga? U lice bi mu rekao šta ja mislim o toj prokletoj diverziji. Reci meni, ja ću prenijeti Walteru. Onda mu prenesi da je pogriješio. Pruga preko nadvožnjaka nema nikakav značaj.
Slijepi kolosjek, razumiješ li? A koliko je to koštalo? 20 ljudi željezničara. Pobijeno ni za šta. Walter nije izdao naređenje za diverziju. Nije Walter? A ko je onda? Ko? Došao sam da to saznam. Šta ti o tome znaš, Čelni? Ja ništa. Nažalost, noćas nisam bio na dužnosti. Neko bi od tvoji ljudi morao da zna. Ko? Pa obren da bome. Pa on je skredničar na toj dionici. A? Hoću da razgovaram sa njim. Obrene, jesi li to ti? Da, ja sam. Slušaj, imaš li jabuka? Nemam jabuka, rođače. Trebalo bi mi jedno 5,5 kila. Nemam više, boga mi. Sve sam prodao. Žao mi je. Šta kaže? Nije odgovorio na lozinku. Obren Smiljanić. Da, ja sam. Dajte ti for. Schnell! Einen Augenblick, Obersturmführer. Polizei. Der Mann bleibt da. Er kommt mit. Entschuldigen Sie, das ist ein Irrtum. Der Sicherheitsdienst macht keine Fehler. So etwas kann nur bei euch vorkommen. Wir führen nur einen Befehl aus. Das können Sie jederzeit nachprüfen. Also, ruf Hauptsturmführer Bischof an. Einen Augenblick. Zeigen Sie Ihre Ausweise. Beeilen Sie sich. Molim. Gut. Eins, zwei, drei. Fertig. Ist gefährlich. Wann kann ich das Bild abholen? 5 Tage. Ako još biti živ. Mamu, lik ti Njemačku. Heil Hitler. Jedi govna. Jesu li svi tu? Tebe čekamo. Dođite ovamo, došao je Walter. Zdravo. Uđi. Drugovi, naš komitet će raditi u najtežim uslovima. Obaviješten sam da Gestapo priprema plan za razbijanje pokreta. Oni će pokušati da ubace svoje ljude u naše redove. Ni u koga ne smijete imati povjerenja. Morate me obavijestiti o svakom takvom pokušaju. To je jasno. Nego, hoćemo li da čekamo da nam Švabe podvale ili ćemo mi njima da zabiberimo? Biće i zato prilike, Zis. Šta ima kod tebe novo, Branko? Neda me je danas obavijestila da je kurirska lozinka izmijenjena. Da. Dobro, kazat ćeš mi kasnije. Koliko će ljudi Neda prebaciti na slobodnu teritoriju? 17. Imaš li njihov spisak? Imam.
pogledajte. Možda imate neke primjedbe. Verhaften Sie alle Schindler. Alle 17. Das Mädchen überlassen Sie mir. Ich verstehe, Hauptschulführer. Opet si zakasnila. Dežurstvo se produžilo. Asistirala sam na jednoj teškoj operaciji. Juče su pohapsili 17-oricu. Jednu djevojku tvojih godina ubili su na očigled svijeta. Zašto mi to govoriš? Ovi dušmani ne znaju za praštanje. Ne pitaju koliko je života ostalo iza tebe. A uzet će ti sve što je ispred tebe. Znam to, oče. Pa onda pazi što radiš. Oprostite. To su mi poznanici. Bilo je kasno, pa su prenoćili kod nas. Oče, nisam više dijete. Znam ko su ti ljudi. To je njihova stvar, ne naša. Ovo nije prvi put, oče. Oni stalno dolaze u našu kuću. Sastaju se u tvojoj radnji. Zamjeraš mi to, kćeri? Ne. Raduje me što nisi ostao samo na riječima. Ali zašto onda od mene tražiš da mislim jedno, a radim drugo? Zato što želim da ostane živa. To bi tvoja majka željela, da još u životu. Od majke se tome ne bih čudila. Ali ti... Nisu svi ljudi isti, kćeri. A ne mogu svi ni činiti isto. Jedni se pokoravaju. Drugi se ne predaju. Treći čekaju. Ti si žena, tvoja da čekaš. Idi sad u svoju sobu. Da, oče. O, dobro jutro. Zdravo, Sede. Da li se Ivan javio? Jeste. Našao je Branka. Imaju sastanak u Hamzinoj gostioni. U 10 sati. Posle sastanka neko treba da prati Branka. Suri, Mališa su ovdje. Dobro. Dogovorit ćemo se ko će ga pratiti. Ko te doveo u vezu sa lažnim Valterom? Zis. A njega? Ne znam, Ivane. Kad sam ja došao u taj komitet, već su svi bili na okupu. Zis, Brzi, Pavle i Mirna. Jedan od njih radi za Gestapo. Šta misliš ko bi to mogao da bude? Ne znam. Ali saznaću. Gdje se sastajete? U Zisovoj fotografskoj radnji. Lozinka. Hoću da uvecam sliku svoje sinovice Merime. Platit. Jedan se upecao. Obavesti Bišova. Zdravo.
Pusti ga da prođe. Zdravo, Sede. Zdravo. Kemo, idi doručkuj, sine. Branko je ubijen. Ubijen? A šta je s Ivanom? Prate ga agenti. Moramo ga spasti po svaku cijenu. Ja ću ga izvući. Može doći do borbe, Suri. Neka dođe. Ivan zna da se bori. Ivan je sigurno mnogo saznao od Branka. Ovoga puta je važnije nadmudriti nego nadjačati. Gdje se nalazi Ivanova javka? U apoteci kod Orla. Kutiju kombinovanog praška, molim. Nemamo kombinovanog praška, gospodine. Uzmite piramidon, i on je dobar. Dobro, dajte mi jednu kutiju. 2600, molim. Vi želite? Drugi put. Još se ni s kim nije sastao. Prati ga. Čujte, momci, možda je baš taj tip Walter. Ko je šta? To je neka sitna riba. Treba šepati čoveka koga on ovdje očekuje. Na desnu stranu. Jelena, što više galame. Omere, pokrije stepenište. Vidiš li ga? Ne, izgubio se. Kažem ti, to je Walterovo maslo. Vrata desna, više pusti se. Stoj! Stani! Srećno. Ovamo! Kažem, to je Walterovo maslo.
Ej, hitno u bolnicu. Idem po kola. Vidiš on. Wie geht es ihm? Sehr schlecht, Standartenführer. Er hat viel Blut verloren. Wann kommt er wieder zu sich? Es ist möglich, dass er nie mehr zu Bewusstsein kommt. Ich brauche diesen Mann lebend, Doktor. Er muss so schnell wie möglich wieder vernehmungsfähig sein. Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht. Schindler, Sie bleiben bei dem Mann und sorgen dafür, dass er keinen Augenblick ohne Aufsicht bleibt. Jawohl, Standartenführer. Sestro Azra, javite da pripremem operacijonu salu. Poslije možete kući. Hvala, doktore. Laku noć, čika Mitre. Laku noć, Azra. Dra. Šta si saznala? Taj čovjek nije njemački agent. Ilegalac je. Jesi li sigurna? Sasvim sigurna, Brzi. Njemci ga čuvaju kao zarobljenika. Što rade tako dugo? Treba još plazme. Fuj! Ich soll Blut konserven holen. Gib mir. Počinjemo. Was ist nun kaputt? Kein Licht mehr? Verdammt! Zum Teufel! Was soll das? Oberscharführer, können Sie uns bitte Akkulampen beschaffen? Bitte beeilen Sie sich! Holen Sie Akkulampen, schnell! Haben Sie Ihre Lampen. Jetzt können Sie weitermachen. Was ist los? Fertig? Ja, fertig. Er ist tot.
Zdravo. Kako mu je? Dobro mu je. Možemo razgovarati s njim. Sastaju se u Zisovoj fotografskoj radnji. Oberstleutnant Hagen, 1A der 510. Infanteriedivision mit der Aufklärungsabteilung zur Stelle. Herr Hagen, richten Sie Ihren Stab in der Eisenbahnstation ein und besetzen Sie die Oststrecke. Die Linie beträgt 130 Kilometer, der Endpunkt ist Visegrad. Legitimaciji propustit ćemo im. Prolaz. U redu. Ajde. Evo me, Josiću. E, dobro si došao. Je li bilo sumnjivih? Ko bi se usudio? Vidiš koliko ima vojske. Aj, zdravo. Čekaj. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Josić iz policije. Da. Šta želite? Rengenski pregled. Uđite. Da li je neko iz vaše porodice bolovao od tuberkuloze? Da, moj stric. Kada? Pretprošle zime, tačno u ovo doba. Dobrodošli, striče. Stigao je stric. Zdravo, pilot. Zdravo, striče. Šta ima novo? Željeznička stanica je blokirana. Mi iz policije dobili smo naređenje da pooštrimo mjere. Hapsimo sve sumnjive osobe. A šta je sa motorizovanim pukom? Utvrđuje se duž pruge prema Višegradu. Znači, transport? Vjerovatno. Transport. Ali čega? To ne znam. Možda se to pripreme za operaciju Laufer? Možda. Čim nešto saznaš, odmah me obavijesti. U redu. Ima li još nešto? Ima. Šta? Lažni Walter. Ništa nisam saznao. Gestapo vodi tu akciju u najvećoj tajnosti. Nešto bi ipak morao da saznaš. Lažni Walter ima 4 ilegalca u svom komitetu. Moramo da saznamo ko je od njih izdajica. Mora da postoji neki trag u policijskoj arhivi. Pokušat ću. Ali ne mogu naslijepo. Potrebni su mi podaci. Imena tih ljudi, zanimanje, opis. U redu, striče. Dobit ćeš podatke. Neko nas je izdao, u to nema sumnje. Gestapo zna sve. Sa spiska koji nam je Branko pokazao, svi su pohapšeni. Neda je ubijena. Branko je poginuo. Branko je pogriješio. I ti zajedno s njim. Prekršili ste moje naređenje. Branko je zakazao sa Ivanom sastanak bez moga znanja. A ti brzi. Ti si znao, a tek si me sad obavijestio. A znate li ko je bio taj čovjek? Njemački agent. Nije tačno. Ivan je bio ilegalac. Otkud znaš? Provjerio sam. Kako si mogao da provjeriš? Ivana su ranili Nijemci. Umro je u bolnici u kojoj radi djevojka sa moje veze. Ona me obavijestila. A šta ako te ta djevojka prevarila? Pa ne može mu sve odreda da sumnjamo majku mu Božiju. Ili ona tvoja djevojka? Jeste, ali to nije važno.
Njen otac je stari, provjereni legalac. Kako se zove njen otac? Sead Kapetanović. Ima sajđijsku radnju u Čarši. Sead Kapetanović? A da, imaš pravo, poznajem ga. To je stari legalac. Htio bi da razgovaram sa njegovom ćerkom. Dobro. Ona noćas učestvuje u akciji moje grupe. Očekuješ li koga? Ne. Ne otvaraj. Razvalit će vrata, ljudi. Sklonite se. Šta si navalio, da ne vidiš da je zatvoreno? Vidim da je otvoreno. Šta hoćeš? Hoću da uvećam sliku svoje sinovice Merime. Imaš negativ? Imam. Aqua izopan. U redu, ne vrati kasnije. Kasnije možda neću moći. Jure me još od Mostara. E, baš si zaguljen. Kud si baš meni došao? Tako mi je Branko rekao. Kako ti je ime? Zovu me pilot. Moram negdje da se sklonim, samo za noćas. Aufmachen! Feldjandarmerie! Odmah! Sjedi tamo, zauzmi neku pozu. Sofort! In dieser Gegend ist ein deutscher Soldat ums Leben gekommen. Ist Ihnen darüber etwas bekannt? Ich nicht. Und wer ist dieser? Meine Musterien. Es ist noch jemand da? Nicht. Was haben Sie dort? Fotolaboratorium. Geh hin, sieh nach. Es ist niemand da. Sie haben viel Besuch gehabt. Radnja radi. Mušterije kommen, mušterije gehen. Ihren Ausweis bitte. Nemam. Heben Sie die Hände hoch. Was ist das? Was ist das? Pa ja ne gledam mušterijima u džepove. Das Geschäft durchsuchen. Schnell! Langsam! To su umjetnička djela! Jebem vam, sestro. Usreli smo motku. Und das? Was ist das? Štanc mašina. Was? Ne znam odakle mi to, sigurno je neko od mušterije zaboravio. Das werden Sie schon in der Gestapo erklären. Abführen! Bio si klinac? Ne, rođen sam ovak. Znaš li Frket? Mhm. Pazi na treći korak. Jeboga, otac što me opauči. Bacio taj pilot udara od istinski. Gledaj, izvalio mi vilicu. E, zapamti rođo pa mu vrati. Jes da mu vratim, ja običan ilegalac, a on kapetan. Dosta gunđanja. Ako najdu pravi švajb, bit će stvarno od istinski.
verstanden. Vorwärts. Marsch! Mirna, ovaj pilot. Zajedno smo kinuli švabama. Je li on navukao patrolu na tvoj radnji? Ne, upali su slučajno. Važno da ste vi na vrijeme zbrisali. Jedva. Odakle dolaziš? Bježim iz Mostara. Jesi li gladan? Veoma često. Ne vidi se na tebi. Spremi meni neki zalogaj. Mogao bi da mi pomogneš. Sjedi. Nisi smio da ga dovodiš, Zis. Zašto? Zna Lozinku. Od koga ju je saznao? Od Branka. Ta veza više nije pouzdana. Mirna, ali on je pouzdan. Da si samo vidjela kako je Švabe udesio takav zez, odavno nisam vidio. Tražiš nešto? Cigarete. Prvo jedi. Cigarete su ti tamo na mašini. Otkad poznaješ Branka? Upoznao sam ga prije nego što je izgubio ruku. Znaš li šta je s njim? Ne. Ubijen je. Nisi mnogo iznenađen. Više me iznenadi kad čujem da je neko od naših još živ. Kad si zadnji put vidio Branka? Dobro, čemu to ispitivanje? Ako hoćete da me provjerite, onda me provjerite na djelu. Ukoliko uopšte nešto radite. Nego? Ne misliš valjda da pucam na mjesec? Uostalom vidjet ćeš. Naši su sada već uveliko na poslu. Sreće, samo jedan stražar. Zapalit ćemo i vidjet ćeš kao čali. U redu, daj znak. Bojiš li se, Azir? Ne. Jedva čekam da počnemo. Hajde, master. Thank you.
Azra! Azra, bježi! Brzi! Bježi, Azra! Brzi! Brzi! Azra! Sie erschießen jeden, der hereinkommt. Hier, an Ort und Stelle. Ne prilazi, ubićete. Ne prilazi, ubićete. Ne prilazi, pucat će. Ne prilazi. Sin mi leži tamo. Šuti, ženo, ubićete. Wiederholen Sie die Bekanntmachung zum letzten Mal. Jawohl. Njemačka komanda poslednji put poziva građane Sarajeva, roditelje ili najbliže srodnike, da preuzmu tijela svojih mrtvih. Ponavljam. Njemačka komanda poslednji put poziva građane Sarajeva, roditelje ili najbliže srodnike, da preuzmu tijela svojih mrtvih. Njemačka komanda poslednji put poziva građane Sarajeva, roditelje ili najbliže srodnike, da preuzmu tijela svojih mrtvih. Die Parole der Partisanenkavalerie erfahren. Die Luft flimmert, als ob der Himmel brennen würde. Wie poetisch. Es nähert sich ein Gewitter. Was haben Sie über Sead Kapitanowitsch erfahren? Er ist in der Stadt sehr geschätzt. Ich nehme an, sein Laden ist wahrscheinlich der wichtigste Treffpunkt der Illegalen. Gut, wir werden den Laden überwachen. Auf keinen Fall, Bischof. Lassen Sie Sead Kapitanowitsch in Ruhe. Er soll auch weiterhin im Glauben leben, dass er in Sicherheit ist. Tvoj Walter je gestapovac.
To je nemoguće. I ja radim za Valtera. Prema tome, jedno od nas dvoje radi za pogrešnog. Da pogađamo ko? Da li te prate? Nisam primetila. Treba da nam pomogneš. Kako? Bićemo u vezi. Uzmi. Nemoj da pomjeraš kazaljke. Zašto? Nemoj da ih pomjeraš. Kuda ćeš? Ako te neko pita za mene, reci da sam otišao iz Sarajeva. Ni riječi više. Nikome. Ni Pavlu, ni Zisu. Pazi na svoju glavu, Mirna. Od sada je jezikom čuvaš. Baš je sparina. Vazduh trepti kao da nebo gori. Da. Sprema se oluje. Ja sam partizanski kurir. Nosim važnu poruku za Valtera. Radi se o operaciji Laufer. Predaj poruku meni. Ja ću je prenijeti Valteru. Poruka je strogo povjerljiva. Dobio sam naređenje da je predam lično Valteru i nikom drugom. Reci Valteru da ga čekam tačno u pet pred ulazom u Begovu džamiju. Lozinka je ista. Dobro. U pet pred Begovom džamijom. Diesmal entwischt uns nicht. Sie wissen, was Sie zu tun haben? Ja, Standartenführer. Sie geben das Zeichen sofort, nachdem er die Parole gesagt hat. Sie haben noch 20 Minuten Zeit. Dobar dan. Dobar dan. Prije mjesec dana moj stric je donio jedan sat na opravku. Koje marke? Omega sa 15 rubina. Hemo. Idi, očisti ovo. Zašto si došao ovamo? Na moju vezu treba da se javiš samo u krajnjem slučaju. Sad je takav slučaj Seade. Oko Begove džamije postavljena je zasjeda. Von Dietrich lično rukovodi akcijom. Mislim da se sprema nešto krupno. Valter će doći pred Begovu džamiju tačno u pet. Ima tamo sastanak sa kurirom. Kakav kurir? Provokator. To je klopka za Valtera. Da. Sad ja znam. Treba s mjesta da ga obavijestiš. Kako? Kad ne znam gdje. On ti je kao vjetar. Nikada na istom mjestu. Vrijeme prolazi. Moram nešto poduzeti. Ti si učinio koliko si mogao. Sada je na mene red. Thank you.
Ja sad idem, Kemo. Kuda, gazda? Gdje mi je suđeno? Pazi, dijete. Meni niko ništa ne duguje. Zapamti to. Hoću. Ja dugujem jevrejinu Melviju de Maj 20 grama zlata. To da mu se vrati ako se ikad od zla izbavi. Dobro. Ako me do večeri nema, zaključaj radnju. Ključ predaj mom bratu. Šta da mu kažem? Ćuti. Time ćeš mu sve reći. Gazda, mogu ja šta da pomognem? Meni ne. Ali sebi možeš. Izuči dobro svoj zanat. Treba će ti za cijel život. Dok je ljudi, mjerit će se vrijeme. Gdje je Walter? Nosim ti poruku od njega. Kakvu poruku? Za tebe i mene posljednju. Segunda.
Stoj! Rukevi! Baci oružje. Baci! Pazi leđa! Nestali su. Walter je bio među njima, kažem vam. Bio mi je na dohvat ruke, odjedno nestao. Ne, već jednom tom pričom. Ne tražite sve. Also, Hubert, wie stehen unsere Brennstoffreserven? Sie werden bis Visegrad genügen, Herr Oberst. Wann kommen wir Ihrer Schätzung nach in Visegrad an? Können Sie das übersehen? Na, auf solcher Straße werden wir mindestens 20 Stunden brauchen. In diesem Falle werden wir uns bis Visegrad nicht mehr aufhalten. Melden Sie von Dittrich, dass wir morgen früh am Ziel sind. Jawohl, Herr Oberst. Jedinice grupe Armija E idu prema Sarajevu. Sada su oko 300 km od Višegrada. Kreću se brzinom od 25 km na sat i sutra u zoru bit će u Višegradu. Već si saznao. Bio sam siguran da ću ja doneti tu vijest. Mislio si da nas obraduješ? A šta ako ta vijest uopšte nije dobra? Zašto da nije? Pa oni se povlače. Sad konačno znamo šta je operacija Laufer. Još ne znamo, samo nagađamo. Šta sumnje tu novu ofanzivu? Sumnjamo u sve i svašta. A to je isto tako neodređeno kao i ništa. Srećom, ja imam nešto što je određeno. Možda će nam ovo pomoći da otkrijemo izdajicu. Šta si pronašao? Član Lažnog komiteta. Uhapšen prošle godine za vreme racije. To je bilo masovno hapšenje.
Taj je pušten, je li? Da, posle mjesec dana. Samo oprezno. To još nije dokaz. U redu, striče, ti si svoje učinio. Ostalo prepusti nama. Cvijeće kupte cvijeće, kofz i blumen. Cvijeće kupte cvijeće, blumen. Cvijeće kupte cvijeće. Cvijeće kupte cvijeće. Cvijeće, gospođo, kupte cvijeće. Prodajem prsten, zlatan ispod cijene. Ne treba. Možda vam treba sat. Prati onu ženu crnini. Mislila sam da se nećeš javiti. Raduje me što si mislila na mene. Šta treba da radim? Koliko je ljudi bilo na vezi sa vašim komitetom? Oko 50. Svi su na listi Gestapoa. Nemoj više života u Sarajevu. Moramo ih prebaciti na slobodnu teritoriju. Još noćas. I mene? Walter smatra da si ovdje potrebnija. Naredio je da pripremiš spisak ilegalaca. Dobro. Predaćeš ga Pavlu. Neka svi budu u šumi i za koze ćuprije. Tačno u 10. Pazi, Zisa ne miješaju to. Zašto? On radi za Njemce. Zis? Ne vjerujemo. Znam. Teško je vjerovati. Ali postoji sumnja da je već bio u rukama Gestapoa. Znaš li gdje stanuje? Ima sobu iznad Kuzmanove kuglane. Zdravo, Kuzmane. Je li me neko tražio? Ne, nije niko. Daj da ja zviznem te kegle. Da vidiš kako se to radi. Šta kažeš na ovo, a? Nemam riječi. Ruke gore. Šta ovo znači? Ko ste vi? Kuzmane, kakva je ovo svinjarija? Ja ću da ti objasnim. Vidi sad. Otkud ti? Pa su li ovo tvoji prijatelji? Ako jesu, recim ko sam. Objasnit ću im, Zis. Ovo sam našao u njegovim stvarima. Šta je to? Znaš ti šta je? Tvoja otpusnica iz zatvora. Ma ne zajebavajte. Nikad u životu nisam umirisao zatvor. A ovu vizit kartu jesi li umirisao? Taj čovjek je pod mojom zaštitom. SS Hauptsturmfuhrer Werner Bischof, Gestapo. Ti si lud. Pa kakav Bischof? Pa prvi put u životu čujem za to ime. Dosta je izmotavanja, Zis. Znamo sve o tebi. Sad imamo i dokaze. Nosi ga. Šta ćete uraditi s njim? Dobit će on što je zaslužio. Zar bez suđenja? Ne budi smiješan. Ako te neko pita za njega, reci da je nestao. Nas nisi ni vidio. Jesi razumio? Budite bez brige.
Jesi li ti, strelče? Ovdje kuglana. Roba isporučena, sve u redu. Strela zove Kondora. Strela zove Kondora. Ovdje Kondor, slušam. Varka je uspjela. Zis likvidiran. Očekujem spisak ilegalaca koji noćas odlaze u šumu. Ponavljam, Varka je uspjela. Zis likvidiran. Očekujem spisak ilegalaca koji noćas odlaze u šumu. Dobit ćeš spisak, prepiši. Original uništi. Gotovo. Herr Rittler, Standartenführer, Sie sind auf den Leim gegangen. Sie haben bei SIS die von uns unterschobenen Dokumente gefunden und haben ihn liquidiert. Ausgezeichnet. Von nun an wird Schütze Ihr absolutes Vertrauen genießen. Wie steht es mit der Liste der Partisanen? Sie ist fertig. Bitte. Eine Kopie haben wir Schütze geschickt. Wie viele unserer Leute sind dazwischen? Fünf. Der Gruppenführer, Wodolja von der Spionageabwehr. Ins Partisanengebiet kommen Sie ohne Schwierigkeiten. Alle unsere Einheiten sind angewiesen, Sie durchzulassen. Es wird doch später keine Schwierigkeiten geben. Vergessen Sie nicht, dass wir sehr viel von Ihnen erwarten. Ich weiß. Viel Glück, Obersturmführer. Danke. Hoćemo li stići do Zore Mladiću? Ne znam. Ja ću vas predati kuriru, on će vas voditi dalje. Gdje nas čeka kurir? Tamo. Hajmo. Pokušavaj ništa, opkoljeni smo. Hand up! Wer führt diese Bande? Ich. Wie viele seid ihr? Zähle selbst. Als Zahl! Was machen wir mit Ihnen, Feldwebel? Kurzen Prozess. Bewaffnete Zivilisten an der Front. Festgenommen. Erschießen. Herr Feldwebel! Feldwebel! Ich bin ein deutscher Offizier. Gewiss. Und ich bin Winston Churchill. Ich habe keine Lust zum Scherzen. Führen Sie mich sofort zu Ihrem Kommandeur. Kommen Sie mit. Leutnant, dieser Mann behauptet, dass er deutscher Offizier ist. Ich bin Obersturmführer der Abwehr. Herr Leutnant, Sie haben einen großen Fehler gemacht. Sie haben unseren Plan durchkreuzt.
Es war strengster Befehl, die Partisanen nicht aufzuhalten. Eine solche Anordnung ist mir nicht bekannt. Das können Sie überprüfen. Nehmen Sie sofort Funkverbindung mit der Gestapo in Sarajevo auf. Ich gebe Ihnen die Chiffre und das Rufzeichen. Los! Dorthin! Diese Liste mit Namen haben wir bei diesem Jungen gefunden. Diese Liste wurde von der Gestapo zusammengestellt. Meine Leute und ich wurden bei den Partisanen eingeschleust. Ich werde es überprüfen. Kreisen Sie die Namen Ihrer Männer in der Liste ein. Bitte? Uns bin VW eingekreist. Alle anderen sind Partisanen. Die können sie erschießen. Ne, gospodin Oberstunfirero. Mislim da će učiniti obratno. Čestitam. Odlično izvedeno. Moro, pobrini se za tu gospodu. Odlično izvedeno, Mališa, a? Sehr gut, Herr Feverbl. Mališa, povedi ljude na slobodnu teritoriju. Možete ići pjevajući. Postoji strogo naređenje njemačke komande da vas niko ne smije zadržavati. Bravo, Anđele. Ne raduješ se što me vidiš? Sis, ti si živ. Ne, ustao sam iz groba. Ali da ne misliš da imam zle namjere, doveo sam i prijatelja. Pilote, što ovo znači? Rekao si mi da je Sis izdajica. Jedno sam govorio, a drugo mislio. Isto kao i ti. Ali sada ćemo da govorimo otvoreno. Znamo sve o tebi. Uhapšen nas je prošle godine u raciji. Gestapo te vrbovao. Omogućila si njemačkom obaveštajcu da se ubaci u naš pokret i da se predstavi kao Walter. A meni si podmetila da sam ja izdajica, jeli? Mislila si da će Walter nasjesti tvojim trikovima. Šiju ću ti zavrnuti, šiju! Ovo ti je za Branka, za Nedu, za Brzog, za sve izginule Skojevce, za sve, za sve. Dosta, Sis. Pusti je. Morala sam. Vi ne znate što oni rade. Danima umireš. Smrti nema. Tu niko ne može izdržati, niko. Pokušala sam. Nisam mogla. To čovjek ne može izdržati. Ne može izdržati. Ne može. I pas bi zacvilio, kad bi te čuo. Natjerali su me. Nisam mogla drugačije. Ali sada možeš. Hoću. Učinit ću sve. Ali obećaj da ćeš me zaštititi. Mogu samo da ti obećam konopac oko vrata. Ako pristanem, hoćeš li da mi pomogneš?
Ne znam. Možda se time neće ništa izmijeniti. Ali radi toga možda vrijedi pokušati. Šta treba da uradim? Gdje se sastaješ sa lažnim Walterom? U napuštenoj ciglani. Traži hitan sastanak sa svojim šefom. Javi mu da imaš važne podatke o Walteru. Pamet u glavu mirna. Nema više zezanja. Strelac zove Kondora, strelac zove Kondora. Kondor odsutan. Preneću mu poruku. Govori. Imam važne podatke o Walteru. Ponavljam, imam važne podatke o Walteru. Recimo da ga čeka za jedan sat u napuštenoj ciglani. Čekat ću ga za jedan sat u napuštenoj ciglani. Ponavljam, čekat ću ga za jedan sat u napuštenoj ciglani. Gotovo. Nema je. Daj znak. Izađi i čekaj da ti priđe. Što ne prilazi? Pisavi, pođi tamo, vidi u čemu je stvar. Sve u redu. Da. U redu je. Dođite. Klopka. Pucaj! Vrsi. Šta ćemo s njom? Vrsi! Stavite! Stavite! Čekaj! Kondore, čekaj! Zostavite!
Nemoj, Zis. Stani. Sad ću da ti objasnim. Alles in Ordnung, Hubert? Jawohl, Herr Oberst. Melden Sie von Dietrich, dass wir angekommen sind. Die Operation Laufer kann anfangen. Na, die schwer Verwundeten in den dritten Wagen. Was wird denn mit denen da hinten? Geht langsam, Kameraden. Ich versuche. Und auf Neumann. Sanitätskompanie bei der Beladung der Verwundeten. Die Stimmung ist gut, wie ich sehe. Jawohl. Die armen Teufel glauben, dass sie in die Heimat kommen. Das Soldatenglück war schon immer trügerisch, Herr Hagen. Und außerdem wäre es nicht das erste Mal, dass sie in diesem Krieg enttäuscht werden. Vielleicht hätten wir das alles vermeiden können. Die Strecke bis Visegrad ist doch maximal gesichert. Und außerdem hat mir Hauptsturmführer Bischof ausdrücklich gesagt, dass der Widerstand in Sarajevo gebrochen ist. Es ist durchaus anzunehmen, dass Sie keine Sabotageakte mehr versuchen. Ich operiere nicht gern mit Unbekannten, Herr Hagen. Es ist nicht meine Gewohnheit, ein Risiko einzugehen. Ich bin lieber 100% sicher. Die Idee ist doch großartig. Einen Verwundetentransport wird niemand angreifen. Wann werden Sie mit dem Verladen fertig sein? Um 10 Uhr etwa. Herr Hagen, alles muss wie ein Uhrwerk ablaufen. Der Zug muss pünktlich 10.20 Uhr im Depot sein. Verstehe, Standartenführer. Wir fahren genau 10 Uhr ab. Nun, Bischof, haben Sie Nachrichten über Condor? Nein, seit gestern Abend hat er sich nicht gemeldet. Glauben Sie, dass ihm was passiert ist? Das ist schon möglich. Soll ich was unternehmen? Nein, Bischof, nichts. Wir haben für Condor keine Zeit mehr. Und außerdem ist er jetzt nicht mehr wichtig. Jetzt ist nur eins wichtig, das Benzin. Ich fahre ins Depot und Sie kommen dann mit dem Zug. Ich erwarte Sie pünktlich um 10.20 Uhr. Abfahren. Guten Tag. Guten Tag. Na, was bringt uns unser junger Freund heute zu essen? Kohl. Kohl? Riecht aber prima. Und sogar Fleisch drin. Wollen Sie auch eine Portion? Gerne. Ja, ich hole Malteller. Was macht die Schule? Ja, geht alles in Ordnung, ja. Na, so muss es sein. Malisa, wo du damit pomognesz? Moment. Dvadeset vagona. Osoblje na lokomotivi Njemačku. Mašinovođa se zove Lenard. Ne znamo koliko sati polaze. A ako ne skrenu, kroz Bistrik moraju proći 18 minuta poslije polaska voza. 18 minuta? Upamti, 18 minuta. Geben Sie mir den Diensthaben. Rolf? Heil! Schindler am Apparat. Ich brauche 15 LKWs. Sofort? Ja, ein Sonderauftrag. Wir sollen um 11.30 Uhr im Depot sein. Brauchst du Begleitung für die LKWs? Nein, ich brauche keine. Wir wollen ja keinen Brennstoff transportieren. Sondern? Das ist nicht wichtig. Muss ja nicht alles wissen. Heil. Ja.
Malik, odi vam. Deder, kup mi novi. Daj mi novine za otpravnika vozova. Evo. Josipe, javi, kompozicija krenula tačno u 10. Kompozicija sa ranjenicima nije prošla kroz stanicu Bistrik. Pa gdje su onda nestali, Bogam? 3 kilometra pred Bistrikom odvaja se kolosijek za skladište benzina. Čekaj, vidi još jednom stenogram Schindlerovog telefonskog razgovora. Kamioni će biti u skladištu tačno u 11:30. I neće prevoziti benzin. Nego ranjenike. Tako je. Transport sa ranjenicima je Vark. Vratit će ranjenike kamionima, a u sanitetski voz ukrcat će benzin. Snabdjevanje gorivom grupe Armija E. Znači, to je operacija Laufer. Fahrzeugzug 1267 befehlsgemäß am Depot eingetroffen. Herr Hagen, lassen Sie den Zug innerhalb von 25 Minuten entladen. Der Benzintransport muss genau in einer Stunde abfahren. Und Sie bleiben bei den Verwundeten. Standartenführer, gestatten Sie mir die Bemerkung, dass ich Ihrem Befehl nur unter Protest nachkomme. Werden Sie nicht sentimental. Mich interessieren nicht die Verwundeten, sondern nur noch das Benzin. Führen Sie meine Anordnung gefälligst durch. Waggon, Türen öffnen! Waggon, Türen öffnen! Los, kommt raus, ihr Mitglieder! Waggon, Türen öffnen! Verwundet den Laden! Verwundet den Laden! Komm, sag mal wieder an! Die Oberschaffer, die sind immer vorsichtig! Was kommt denn mit denen da hinten? Schindler wird mit den LKWs in 5 Minuten hier sein. Ja, was ist denn? Los! Und zurück gleich wieder die nächste holen. Halt! Halt! Anhalten! Was ist denn hier los? Wir reparieren die Straße. Ein Teil ist abgerutscht. Lassen Sie uns durch. Wir haben es eilig. Fahren Sie langsam und achten Sie auf die Entfernung zwischen den Fahrzeugen. Größeren Abstand halten! Weiterfahren! Los! Los! Halt! Aussteigen! Dieser Sinapolje! Raus! Schnell! Heide, heide! Los! Zuri! Komm! Los! Gotove, momci! Pokret! Šta rade tamo napred? Živi bili pa vidjeli. Pa
To je Walterova uzrečnica. Otkud znaš? No, ja sam mu rekao. To si rekao i ništa više. Suri, kako izgleda Walter? Obično. Je li zgodan momak? Pa nije po mom ukusu. Ali je pametan, a? Halt! Absetzen! Da je pametan, ne bi tebe uzao za ovu akciju. Ma ne zezaj, zna Walter da sam ja Lapčina, pa da si mu to rekao. Da, to sam zaboravio da mu kažem. Onda ću mu ja reći da ne bude zabune. Šta misliš o tome, Suri? Nije loša ideja. O! Weiter fahren! Bilo te riješeno, upoznat ćeš me s Walterom. Dobro, kad si toliko navalio. Držim te za riječ. Bolje držite svoj automat. Pogledajte. Halt, anhalten, absetzen. Die Waffen abgeben. Beeilt euch. Warum nehmen Sie unsere Waffen weg? Das ist ein Befehl. Ich bin kein Sani, sondern Fahrer. Und wenn du General wärst, würde es dir nichts nützen. Geh Hände hoch. Da, nimm. Streichhölzer, Feuerzeug. Hier. Los, aufsetzen. Hoch. Weiterfahren. Lennart? Jawohl, das bin ich. Der Bahnhofkommandeur ruft Sie. Alle drei. Bitte. Izvolite, gospodo, presvucite se. Was für ein Offizier? Feldler. Doch noch sentimental. Naja, typischer Wehrmachtseinigen. Mit sowas wollen wir den Krieg gewinnen. Feldler, stimmt. Ovo je cio naš čar. Našao sam ga kod Lenarta. Svega tri metka. Daj ga, Surom. Jebali smo ježa, tri metka na stotinu vojnika. Smanji za trojicu. Nun, Herr Hagen, wie weit ist das Entladen? Es ist abgeschlossen. Laden Sie die Verwundeten auf die LKWs und verlassen Sie das Depot nicht eher, bis der Benzintransport heraus ist. Geben Sie das Zeichen zur Abfahrt. Abfahrt!
Niemand verlässt den Zug. Niemand verlässt den Zug. Niemand verlässt den Zug. Waggontüren öffnen. Waggontüren öffnen. Niemand verlässt den Zug. Uskladištene možemo. A šta ćemo sad? Čekat ćemo. Verständigen Sie Oberst Warnsdorf. Herr Oberst? Ja? Von Dietrich meldet, dass der Brennstofftransport abfahrtbereit ist. Tja, ich möchte aber lieber wissen, wann er ankommen wird. Es sind höchstens 5,5 Stunden notwendig. Allerdings unter der Voraussetzung, dass nichts Unvorhergesehenes geschieht. Hubert, hören Sie doch endlich mit Ihren verdammten Hypothesen auf. Es darf nichts Unvorhergesehenes geschehen. Nichts, Hubert. Merken Sie sich das. Wir müssen schnellstens weg von hier. Schauen Sie... Wir stehen hier wie Pappsoldaten auf dem Schießplatz. Im Falle eines Angriffs der alliierten Flugzeuge würde unsere Armee ein Haufen Schrott sein. So ist das. Also, Bischof, übermitteln Sie Oberst Warnsdorf meinen persönlichen Gruß. Ich erwarte ihn morgen in Sarajevo. Das Wasser abstellen. Hilfe! Hilfe! Alarm! Bunkerfenster besetzen! Durchbeeilung! Tempo, Tempo! Weiter Zug nach rechts! Verbinden Sie mich mit Bahnhof Bistrik. Hier ist Oberstleutnant Hagen. Halten Sie den Lazarettzug 1267 auf.
Ja, halten Sie ihn auf! Los, den Zug anhalten! Los! Halt! Stehen bleiben! Halt! Halt! Hey, was ist los? Den Zug anhalten! Was ist denn los bei euch? Könnt ihr nicht hören? Den Zug sollt ihr anhalten! Silber, los, Mensch, hab keinen Vakuum! Siehst, was? Bist du denn taub, du Idiot? Anhalten sollst du! Lokomotive besetzen! Oder schon im Gosten. Steht das Automat? Pazite da ne zapalite benzin prije vremena. Hoćemo li ovako do Višegrada? Zašto da ne? Odavno nisam bio tamo. Kako ćemo da izjednemo bez eksploziva? Živi bili pa vidjeli. Drže uvijek isto brzinu.
Sturmführer Vollrat. Ich habe Befehl, Sie abzulösen. Sie haben doch entsprechende Anweisungen aus Berlin erhalten. Ja. Das erspart mir also weitere Erklärungen. Obersturmführer von Essig und Herr Wildermuth Gestapo. Die Herren werden Sie begleiten. Pilote, duguješ mi nešto, dao si mi riječ. I održao sam je. Ne, Zezaj, hoću još danas da vidim Valtera. Onda gledaj Lavčina, vidiš ga. Seit ich in Sarajevo bin, suche ich Walter und finde ihn nicht. Jetzt, wo ich gehen muss, weiß ich, wer er ist. Sie wissen, wer Walter ist? Sagen Sie mir sofort seinen Namen. Ich werde ihn Ihnen zeigen. Sehen Sie diese Stadt? Das ist Walter.